Hi Leute. Ich melde mich in letzter Zeit super wenig. Es liegt daran, dass irgendwie nicht so viel Spannendes passiert. Also gut, ich habe mich ja sonst auch eher gemeldet, wenn nicht so viel Spannendes passiert ist. Aber ja, ich habe nicht mehr so viel Freizeit. wie auch immer, heute habe ich mal wieder gedacht, dass ich mich melde, weil mir danach war. Nein, es hat noch einen anderen Grund, und zwar habe ich eine Serie zu Ende geguckt. Aber wie gesagt, ich melde mich halt in letzter Zeit relativ wenig, weil ich viel arbeite. Es wird ja jetzt nicht mehr ganz so viel wie jetzt die letzten Monate, weil ich ja jetzt nicht mehr Teilzeit eingestellt bin, sondern nur noch geringfügig beschäftigt. Aber dafür werde ich jetzt dann die anderen Tage vielleicht wieder ein paar Drehs bekommen oder so. Dafür habe ich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit für YouTube. Mal gucken, wie alles so dann die nächsten Wochen so geregelt wird. Und ich drehe leider nicht mehr so oft, weil mein Bildschirm mir leider falsch rum ist. Und irgendwie finde ich das super nervig und ätzend. Aber gut, was will man machen? Ja, ich habe heute die Serie The Marvelous Mrs. Maisel zu Ende geguckt. Ich habe die ja sofort angefangen nach The OA. Also was heißt sofort, aber kurz nachdem ich The OA beendet habe, habe ich ja The Marvelous Mrs. Maisel angefangen zu schauen. Und ich bin begeistert. So eine gute Serie. Oh mein Gott. Toll. Es hat bisher nur eine Staffel mit 8 Folgen, aber ich weiß, dass noch eine zweite Staffel rauskommt. Bisher gibt es sie nur auf Englisch. Da hat sie scheinbar 10 Folgen. Aber ja, ich gucke sie dann, sobald sie auf Deutsch rauskommt. Ich freue mich auch schon auf die zweite Staffel. Ich kann es gar nicht erwarten. Diese Serie war für mich mal wieder so was Schönes, Erfrischendes für zwischendurch. Einfach, weil es Comedy war und nicht das, was ich sonst immer gucke. Weil Comedy ist ja nicht so der überwiegende Teil, den ich gucke, obwohl ich Comedy unglaublich toll finde und liebe. Aber die meisten Serien, die ich halt so geguckt habe, waren jetzt nicht Comedy. Und deswegen ist es immer wieder schön, zwischendurch Comedy-Serien zu gucken, weil das Ganze alles so ein bisschen dann erfrischender ist und einfach schön ist. Ich glaube, die Serie steht unter Comedy, Drama, genau so in dem Sinne. Ist ein Amazon-Original. Und ich glaube, das erste Amazon-Original, was ich gesehen habe, was gut ist. Also The Affair war ja, ich habe ja bisher nur ein Amazon-Original gesehen und das war The Affair. Und das war in Ordnung. Erste Staffel fand ich am wenigsten gut, die zweite fand ich besser, die dritte fand ich noch besser, die vierte fand ich, glaube ich, bisher am besten. Irgendwie so. Meine Eltern haben auch schon mal ein Amazon-Original geguckt, was 1-2 Staffeln, glaube ich, hatte, was sie auch nicht so gut fanden. Und deswegen dachte ich dann immer so, oh, Amazon-Originale sind nicht gut. Aber The Marvelous Mrs. Maisel ist so gut. Wirklich unglaublich gut. Es hat so gut getan, diese Serie zu gucken. Vor allem bekommt man wieder das Bild dieser emanzipierten Frau und dieser starken Frau. Toll. Also die Miriam Maisel darstellt, also Mitch, also so heißt sie, der Charakter in der Serie. Oh mein Gott, die Serie müsst ihr einfach gucken, es ist so eine gute Serie. Ist richtig toll. Meine Mutter veranstaltet öfter so einen Mädelsabend oder sowas, so, das passiert dann so 1-2 Mal im Jahr. Und da habe ich schon gedacht, früher war es so, dass wir da halt einfach Sex in the City geguckt haben, weil meine Mutter, glaube ich, die erste Staffel Sex in the City da hat. Oder alle Staffeln. Ach, ich weiß gar nicht, was meine Mutter da hat. Nee, ich glaube, meine Mutter hat alle Staffeln Sex in the City. Und ich glaube, wir haben, wo wir das erste Mal diesen Mädelsabend gemacht haben, haben wir eine Staffel Sex in the City geguckt und dann auch nicht mehr weiter geguckt. Weil wir dann die anderen Mädelsabende immer irgendwas anderes gemacht haben. Aber da habe ich auch schon gedacht, eigentlich könnte man The Marvelous Mrs. Maisel gucken. Weil das finde ich auch für ein Mädelsabend, glaube ich, richtig geil ist. Ist richtig gut. Oh mein Gott, diese Serie ist voll geil, wirklich. Ich habe mich ein bisschen verliebt. Wie gesagt, ich mag das richtig gerne. Ah, und es war mal wieder was Erfrischendes. Und es tut gut in letzter Zeit, jetzt wo ich wieder angefangen habe, Serien zu gucken, ist auch ganz schön. Ja. Eigentlich wollte ich auch, gestern hatte ich einen freien Tag und gestern wollte ich eigentlich so viel machen und habe auch nichts gemacht. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ich habe gar nichts davon gemacht. Ich habe im Endeffekt nur abgehangen und nichts gemacht, so gefühlt. Ich habe so YouTube-Videos geguckt
Und dann später nochmal mit meiner Mom zusammen. Meine Mutter hatte sich auch mega viel vorgenommen. Also klar, sie hatte vormittags ganz viel mit meinem Vater erledigt, bis in den Nachmittag rein. Ich habe halt einfach übel lange geschlafen. Und dann, ja, habe ich nichts gemacht. Meine Mutter hat dann, was sie dann noch machen wollte, hat sie auch alles nicht gemacht. Meine Eltern sind heute Morgen ganz früh losgefahren, weil sie so übers Wochenende, also nur eine Nacht jetzt quasi weg sind. In so einem Hotel, es war ein MyDays-Gutschein, den sie zu Weihnachten bekommen haben. Nicht jetzt das Weihnachten, was war, sondern das davor. Und den haben sie dann jetzt rausgekramt und dann jetzt endlich mal quasi eingelöst. Das heißt, ich bin alleine mit dem Bibi-Bär. Ja, du. Ja, er war heute aber auch den ganzen Tag alleine. Weil ich ja den ganzen Tag arbeiten musste heute. Ich habe heute von 10 bis 18 Uhr gearbeitet. Das heißt, er war auch den ganzen Tag alleine und jetzt wollte er nicht alleine sein und hat sich hier auf die Couch gelegt. Wie gesagt, gestern haben meine Mom und ich auch gar nichts gemacht. Ich wollte eigentlich ein Video schneiden, weil eigentlich diesen Sonntag, also quasi morgen, ein Video online gehen soll, ein Vlog. Ich schneide heute nicht mehr. Eigentlich wollte ich auch schon längst im Bett liegen. Ich wollte heute mal richtig früh ins Bett gehen, weil ich muss sagen, ich war heute Morgen echt müde. Und also den ganzen Tag über war ich extrem müde. Es war halt auch leider nicht so viel zu tun und auf Arbeit und dann, oh, keine Ahnung. Und ich hatte heute auch mega die Kopfschmerzen, weil wenn man vorne an der Kasse ist, dann da vorne ist es immer so laut. Und ich habe ziemlich wenig, glaube ich, auch getrunken heute und deswegen habe ich mir auch eine Flasche Wasser mit hochgenommen, damit ich ein bisschen mehr trinke. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, das war alles heute so ein bisschen... Ja, und eigentlich bin ich nach Hause gekommen und dachte mir... Weil eigentlich habe ich auch noch gesagt, ja, mache ich dann morgen nach Arbeit Videos schneiden und bla bla bla. No, ich bin hier nach Hause gekommen, weil ich so einen Schädel hatte. Und habe erstmal was gegessen, getrunken und dann habe ich dabei meine Serie geguckt. Und aber vom Bett aus... Einfach, weil mein Kopf so gedröhnt hat. Ich habe dann zwischendurch noch eine Kopfschmerztablette genommen, weil ich Angst hatte, dass es einfach nicht besser wird. Meine Kopfschmerzen sind jetzt besser. Ich wollte eigentlich so nur eine Folge oder zwei Folgen gucken, weil ich dachte, boah, nee, ich bin so müde. Ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur noch schlafen, weil ich einfach auch mit diesen Kopfschmerzen so fertig war. Die Kopfschmerzen sind jetzt eigentlich so weit weg. Also ein bisschen sind sie noch da. Aber es ist in Ordnung, ich will jetzt noch ein bisschen was trinken. Ich habe im Endeffekt dann 4 Folgen, also die letzten Folgen von The Marvelous Mrs. Maisel geguckt. Ich wollte es heute einfach mal abschließen, damit ich euch heute auch noch ein Fazit geben kann, weil ich heute gerade ganz gut aus... Also jetzt auch nicht mehr, weil... Seht ihr, kaum ist der Bildschirm einfach andersrum, blickt man nicht mehr durch. Und deswegen... ja, seht ihr teilweise wahrscheinlich meistens immer nur so meinen halben Kopf, aber gut. Ja, also mein Augen-Make-up sah heute Morgen, glaube ich, noch ganz gut aus. Jetzt sieht es halt schon ganz schön vermatscht aus, weil ich auch schon im Bett lag. Ja, ich wollte jetzt deswegen euch noch mein Fazit zu der Serie sagen, The Marvelous Mrs. Maisel. Wahnsinn, Wahnsinn. Einfach geil, lohnt sich definitiv, die zu gucken. Und ich freue mich hart auf die zweite Staffel. Die nächste Serie, die übrigens auf meiner Serienliste steht, ist die Serie Elite. Von der habe ich auch schon gehört, einmal durch die Instagram-Seite von Netflix. Und dann hatte mir später danach auch nochmal meine Cousine gesagt, dass ich das unbedingt gucken soll. Also Izzy meinte so, ja, weil sie hat das halt geguckt. Und in Elite, das ist ja auch wieder so eine spanische Serie, die ist Netflix-Original, ist genauso wie... da machen nämlich viele Darsteller von Haus des Geldes, oder einige Darsteller, viele ist auch übertrieben, einige Darsteller aus Haus des Geldes mit. Haus des Geldes war ja auch eine spanische Produktion und ist auch Netflix-Original. Ja, und da, das habe ich schon auf dieser Netflix-Seite von Instagram gesehen. Auf der Instagram-Seite von Netflix, so, oder wie auch immer. Und da habe ich dann halt schon gesehen, oh ja, in Elite machen viele Darsteller von Haus des Geldes mit. Ich habe ja Haus des Geldes zuerst geguckt und deswegen habe ich dann gedacht, auf jeden Fall will ich mir mal Elite angucken. Ja, und meine Cousine fand halt Elite, also meine Cousine hat als erstes nur Elite geguckt und fand Elite so gut, dass sie mir das dann gleich empfohlen hat. Und daraufhin habe ich dann zu ihr gesagt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Haus des Geldes, guck dir auf jeden Fall Haus des Geldes an. Meine Cousine hat mittlerweile schon Haus des Geldes geguckt und fand die Serie, glaube ich, auch gut, soweit ich das mitbekommen habe. Ich schaffe es jetzt erst, Elite zu gucken, aber wie gesagt, ich gehe halt nach meiner Serienliste. Ich schiebe ja so schon immer Serien dazwischen. The OA,
The Marvelous Mrs. Maisel, Elite, das sind alles Serien, die ich einfach nur dazwischen geschoben habe. Weil eigentlich würde ich ja jetzt Serien gucken mit 4 Staffeln. Aber ich habe gedacht, ich schiebe nochmal Sachen dazwischen mit 1 Staffel. Und das war The OA, The Marvelous Mrs. Maisel und jetzt halt noch Elite. Elite hat übrigens 8 Folgen. Da gucke ich gleich mal, wie lang da so eine Folge ist. Was sagt Wikipedia? Länge ca. 50 Minuten. Also, ja, sagen wir, ist noch normale Serienlänge. 40 bis 50 Minuten ist normale Serienlänge. Obwohl es halt zur Überlänge tendiert. Aber wir wollen mal nicht so sein. Ich habe auch gerade nochmal geguckt, um zu wissen, wie lange nochmal Haus des Geldes immer eine Folge ging. Da stand 41 bis 55 Minuten. Das heißt, da ging es auch normale Serienlänge bis Überlänge. Also ist alles cool. Ja, ich werde heute natürlich nicht mehr Elite anfangen, weil wirklich heute will ich wirklich nur noch ins Bett gehen. Ich will morgen nicht allzu spät aufstehen. Einfach, weil ich, wie gesagt, ja noch meinen Vlog schneiden möchte, der morgen eigentlich direkt online gehen muss. Es wäre gut gewesen, wenn ich ihn gestern geschnitten hätte oder heute. Aber so ist das jetzt eben. Ich schneide ihn einfach morgen und lade ihn dann, sobald er fertig ist, direkt hoch. Ich will halt morgen nicht so lange schlafen. Ich will mir aber auch keinen Wecker stellen. Deswegen mal gucken, wann ich wach werde und wann. Ich muss ja morgen auch früh mit dem Hund, weil sonst geht ja immer entweder meine Mutter, also je nachdem, wer immer als erster wach ist, geht der ja immer mit dem Hund. Wenn mein Hund die Nacht durchschlafen sollte, würde er mich morgen früh wahrscheinlich eh wecken. Wenn er nicht durchschläft, muss ich ihn in der Nacht eh runterbringen. Also so lange kann ich dann wahrscheinlich so oder so nicht schlafen. Ja. Aber das ist gut, weil dann habe ich auf jeden Fall noch Zeit, dann meinen Vlog zu schneiden für diesen Sonntag. Ich habe mich übrigens geschminkt mit der Palette, die ich mir gekauft habe. Ach, Leute. Mir fällt einfach, ich bin gerade voll so, mir fallen keine Namen ein. Mit der einen Sleek-Palette, die ich mir erst neu gekauft habe. Moment. Wie heißt die? Ist es die? No, die ist es nicht. Es müsste die sein. Genau, diese Enchanted Forest Palette. Mit der habe ich mich heute geschminkt. Ich habe mich in letzter Zeit jetzt öfter damit geschminkt. Das mache ich halt immer, wenn ich neue Paletten habe, schminke ich mich damit halt immer öfter. Erstmal, wenn ich die neu habe, dann schminke ich mich damit erstmal ganz viel. Ja, ich habe mich nämlich an Silvester auch schon mit der Palette geschminkt. Dann meine Eltern und ich am Donnerstag, glaube ich, essen, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir sind essen gegangen. Und, oder war das Mittwoch? Kann auch sein, dass wir Mittwoch essen waren. Seht ihr, ich blicke gar nicht mehr durch. Ich glaube, wir waren Mittwoch essen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir jetzt die Woche essen. Und da habe ich mich auch geschminkt mit der Palette. An dem Tag, wo ich auch mein Video gedreht habe von meinen Weihnachtsgeschenke-Video, bla bla bla, Gedöns. Da habe ich mich auch mit der Sleek-Palette hier, mit der Enchanted Forest-Palette geschminkt. Und, heute und an Silvester und jetzt die Woche. Wie gesagt, also ich habe mich quasi diese Woche, weil Silvester war ja auch diese Woche, habe ich mich schon dreimal mit der Palette geschminkt. Aber die ist halt, oh, die hat so schöne Farben, das ist so toll. Vor allem, weil sie halt Glitzer und Matt verbindet. Aber ich mag ja generell die Sleek-Paletten. Vor allem, weil die überhaupt nicht teuer sind und so toll von den Farben. Ach, geil, Mann. Guckt euch doch mal das hier an. Das könnt ihr gar nicht sehen bei dem schlechten Licht, oder? Schade. Ich zeige euch mal diese lilane Farbe, die ich drauf habe. Die sieht zwar auch, also ein bisschen lila sieht sie schon hier aus in der Palette, aber nicht so lila, wie ich gedacht hätte. Also, die ist halt wirklich lila. Ich hätte erst gedacht, das ist vielleicht dunkelblau. Und auf meinem Augenlid habe ich halt so eine hellere Farbe. Deswegen, und da dachte ich halt dann auch, ja, okay, das ist dann wahrscheinlich das hellere Blau. Ja, ich dachte halt dann hellblau und dunkelblau. So sieht die aus. Jetzt gerade sieht die auch ein bisschen lila aus. Ich bin mir nicht sicher, was das hier für Farben sind. Aber die sind schön. Die habe ich heute, wie gesagt, kombiniert und ist eigentlich ganz cool. Mag ich ganz gerne. Also sehr, sehr schön. Tolle Palette. Aber generell die Sleek-Paletten, alle. Richtig, richtig toll. Ich mag die alle. Da findet man für alles was. Wie gesagt, ich habe ja dann auch nochmal so eine Sleek-Palette, so mit richtig knalligen Farben. Das war ja meine erste. Die war ja auch krass. Und dann habe ich mir dann nachher eine mit Natural-Farben geholt. Die war auch schön, keine Frage. Die ist halt für die natürlichen Tage quasi. Das ist einfach schön. Ich liebe einfach Paletten. Es ist unglaublich.
Ich bin so ein Fan von diesem ganzen Beauty-Paletten geworden. Das ist so krass. Ich war eigentlich nie so ein Mega-Beauty. Also, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Ich war nie so ein krasses Beauty-Girl, glaube ich. Ich war schon immer eine kleine Diva und ich war schon immer so... Meine Mutter hat immer gesagt, ich bin so ein richtiges Stadtmädchen und ja, also ich habe mich auch, also ich war halt schon immer ein Mädchen, so vom, auch vom, also ich, ohne sexistisch zu sein, aber so wie man sich das Mädchen vorstellt, so war ich halt, glaube ich, auch immer. Aber ich, klar habe ich mich auch geschminkt, aber ich habe es nie krass doll gemacht und ich konnte es, also beziehungsweise konnte ich es halt auch nie so gut. Deswegen habe ich sie früher ja auch nie so doll gemacht. Irgendwann habe ich angefangen mit Lidschatten zu arbeiten, habe das aber auch nicht so oft gemacht, weil ich es halt einfach nicht konnte. Ab und zu habe ich es trotzdem gemacht, auch wenn ich es nicht konnte. Dementsprechend sah ich aus. Gut, vielleicht, wenn ich mir das hier in ein paar Jahren angucke, denke ich mir auch, ach du Scheiße, was hast du dir dabei gedacht? Ich muss mal hier sagen, ich habe meine Liebe für dieses Lidschattenkram und so entdeckt, weil ich halt irgendwann doch so ein bisschen... Ja, ich bin halt dann noch mehr zum Mädchen geworden. In dem Punkt halt einfach, dass ich mir halt auch immer mehr so Beauty-Kram gekauft habe, was ich ja früher auch nie so gemacht habe. Und ich war ja nie so der richtige Beauty-Guru und so. Und irgendwann ist das halt auch immer mehr geworden. Ja, weil ich mich dann dort viel damit beschäftigt habe und mir viel so eine Sachen angeguckt habe. Und dann hatte man natürlich viel Lust, auch Sachen auszuprobieren. Und da ich ja auch kein Mensch bin, der so vor Farben scheut oder so, deswegen liebe ich ja zum Beispiel auch die Videos von Alicia Marie, weil die ja unglaublich geile Beauty-Videos macht. Für mich eine mit Abstand der besten Beauty-YouTuberinnen auf YouTube. Ich glaube, es ist auch die einzige richtige Beauty-YouTuberin, die ich auf YouTube gucke. Alle anderen YouTuberinnen, die ich gucke, sind halt jetzt nicht so krass Beauty oder so. Die machen halt viel mehr anderen Kram. Und deswegen, also wie gesagt, Alicia Marie ist für mich einfach die beste, weil die einfach eine Künstlerin ist. Wahnsinn. Ja, wie gesagt, und dann hat man halt irgendwann angefangen, dann doch, oh ja, dann würde ich mir gerne mal die Palette holen und hier und da und mal das ausprobieren. Ja, mittlerweile habe ich super viele Paletten, aber ich probiere halt auch sehr, sehr gerne aus. Und wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die sich wirklich nur, wenn sie sich Paletten holen, nur so natürliche Farben holen, wo dann wirklich nur 10 verschiedene Brauntöne drin sind oder so. Und dann holen sie sich, wenn sie sich viele Paletten holen, holen sie sich gefühlt immer alle die gleichen, weil überall einfach nur verschiedene Brauntöne drin sind. Ich habe ja auch einfach viele bunte Paletten, weil ich das so, so gerne mag. Und ich traue mich das halt auch. Das traut sich ja nun mal nicht jeder. Aber ich finde das gar nicht, also ich finde es nicht so mega auffällig. Selbst wenn ich jetzt sowas Buntes auf meinen Augen trage, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es so krass auffällig ist. Aber vielleicht, weil ich mich daran so gewöhnt habe. I don't know. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ins Bett gehen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch ein Gronkh Let's Play gucke oder so. Mal gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde jetzt wirklich ins Bett gehen. Und dann, wenn ich morgen aufstehe, mit dem Hund gehe und bla 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 und alles mache, was man so macht, dann werde ich, glaube ich, mein Video schneiden und das hochladen. Und wenn ich das fertig habe, dann werde ich vielleicht mit der Serie Elite oder ich weiß nicht, wird es Elite ausgesprochen? Ich denke mal. Ich würde es jetzt Elite aussprechen. Dann werde ich, glaube ich, mit der Serie anfangen. Wenn meine Eltern schon da sind, dann vielleicht nicht. Ich weiß ja noch nicht, wann die wiederkommen. Mal sehen. Mal gucken. Ja, das war's dann erstmal. Ich habe mich mal wieder gemeldet. Ich muss auch sagen, ich habe seitdem, also so nach den Feiertagen, habe ich überhaupt keine Motivation auf irgendwas. Ne? Ich habe so gar keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. So, also es wundert mich, dass ich an dem Tag, wo ich jetzt, wann habe ich mein Video gedreht, wo wir essen waren? Mittwoch? War das jetzt Mittwoch oder war das jetzt Donnerstag? Nee. Donnerstag war ich arbeiten, aber da war ich nur 4 Stunden arbeiten. War es dann vielleicht danach? Um ehrlich zu sein, ich weiß es einfach nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, da habe ich zwar mein Geschenkevideo abgedreht. Ja, das war Mittwoch. Habe ich zwar dieses Geschenkevideo abgedreht, aber es wundert mich jetzt im Nachhinein, dass ich mich dazu durchringen konnte, weil ich sonst die ganze Zeit keinen Bock auf irgendwas hatte. Ich konnte vor allem... so unmotiviert auch auf Arbeit zu gehen, so mega komisch. Klar hat man nie so richtig Bock auf Arbeit. Das war ja auch bei den Drehs so. Ich habe ja auch oftmals gesagt, oh, ich habe gar keinen Bock. Trotzdem bin ich im Endeffekt gerne bei den Drehs, so wie ich auch bei Depot sehr, sehr gerne bin. Auch wenn ich keinen Bock habe, da hinzugehen, ich bin da trotzdem gerne. Das ist halt, das Ding ist halt immer, wenn es Arbeit ist, macht man es halt irgendwie ungern. Das ist halt auch das Problem bei mir beim Schneiden. Eigentlich mache ich es gerne, aber irgendwie ist es auch Arbeit, deswegen macht man es auch irgendwie ungern.
Ja, wie gesagt, und es wundert mich, dass ich halt überhaupt mal was gedreht habe, weil sonst seitdem bin ich halt so unmotiviert. Wie gesagt, ich kann mich zu nichts durchringen. Wenn ich mir was vornehme, mache ich halt davon gar nichts oder fast nichts. Und es nervt mich so ein bisschen. Ich will meine Motivation wiederfinden. Aber so nach den Feiertagen ist man so... Die Feiertage haben einen so runterkommen lassen, was ja mal gut war. Aber jetzt wieder den... so aufzuspringen auf den Zug und wieder reinzukommen, ist super schwierig. Aber es kann so nicht weitergehen. Ich muss was machen. Aber gut, wie gesagt, ich habe halt vor den Feiertagen super, super viel gemacht und war super viel im Stress, was auch so die Videos anging. Deswegen tut mir das vielleicht auch mal ganz gut, nicht zu machen. Aber ja, irgendwann fange ich sowieso wieder an. Aber ich will halt jetzt wieder anfangen. Deswegen muss ich mich jetzt auch schon wieder motivieren. Schon wieder mehr gesagt, als ich wollte. Eigentlich wollte ich nur sagen, dass The Marvelous Mrs. Maisel mega geil war. Unbedingt schauen die Serie, wenn ihr die noch nicht geschaut habt. Wenn ihr die schon geguckt habt, schreibt mir mal eure Meinung zu der Serie in die Kommentare. Wie hat euch die Serie gefallen? Wie gesagt, ich habe sie durch einen Livestream von Regina Hickst mal quasi als Empfehlung von Regina Hickst mitbekommen und habe mir das dann sofort aufgeschrieben und habe gedacht, oh mein Gott, dann muss ich die Serie unbedingt gucken. Und richtig gut. Also wenn ihr die Serie auch schon gesehen habt, würde ich mich über eure Meinung in den Kommentaren freuen. Wenn ihr jetzt aufgrund meines Fazits oder was auch immer auch mal Bock habt, die Serie zu gucken, dann schaut die gerne. Und dann, wenn ihr die durchgeschaut habt, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr dann nochmal unter dieses Video hier klickt oder auf dieses Video hier klickt und dann nochmal in die Kommentare geht und mir dann eure Meinung dazu schreibt. Weil wie gesagt, das würde mich halt super interessieren. Mich interessieren halt immer die Meinungen von anderen Leuten. Weil klar, kann nicht jeder alles gleich gut finden. Oder gleich schlecht finden, wie auch immer. Es gab ja auch Serien, die ich nicht so gut fand. Ja, deswegen, es interessiert mich mega, was eure Meinung vielleicht dazu ist. Ja, genau. So, ich werde mich jetzt abschminken und dann ins Bett gehen, weil, wie gesagt, ich bin echt fertig für heute. Ich wollte eigentlich schon früher ins Bett gehen, weil ich mich nicht so gut gefühlt habe. Es geht mir jetzt wieder besser. Kopfschmerzen sind weg, aber ich will trotzdem ins Bett. Weil es schadet nicht. Ich bin ja trotzdem auch müde. Und leichte Kopfschmerzen habe ich immer noch. Aber ich glaube, das liegt daran, weil ich einfach müde bin. So. Gute Nacht.